Auftakt nach der Winterpause, Herthas zweite zu Gast beim SV Babelsberg 03. Für einen ein ganz besonderes Spiel, Etienne Nicole. Vor einer Woche war er noch Herthaner, jetzt von Beginn an im dunkelblauen 03-Dress. Impulse konnte er zunächst keine setzen, Hertha übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Timur Geiret dribbelt frei durch den Strafraum, sein Schuss geblockt und Moris Čović im Nachschuss. Gute 20 Minuten vorbei, Freistoß Hertha. Timur Geiret verpasst nur knapp sein 8. Saisontor. Babelsberg tat sich schwer im Spiel nach vorne. Fehlpass von Daniel Frahn. Der Richerhand mit viel Platz könnte nach innen passen, entscheidet sich für das 1:1 und die Latte verhindert die Führung der Gäste. Ante Čović sah einen sehr guten Auftritt seiner Mannschaft, die ein gutes Kombinationsspiel aufzog. Röcker mit dem Chip auf Michel Brink. Endstation ist Jannik Theissen. Kurz vor der Pause dann dieser Eckball. Theissen kann klären per Faustabwehr. Atemona im Kampf um den zweiten Ball bleibt Sieger. Aber dann ist er zu verspielt. Unnötiger Ballverlust. Babelsberg mit schnellem Umschaltspiel über Zille. In der Mitte laufen Frahn und Rausch mit. Daniel Frahn dreht das Spiel auf den Kopf. 1:0 für die Hausherren. 11 Saisontore hatte er bis dahin auf seinem Konto. Das 12. ist ein überlegter, platzierter Schuss in die rechte Ecke. 1:0 zur Pause, ein für die Gastgeber bis dato schmeichelhaftes Ergebnis. Auch mit der Führung im Rücken bekamen sie die Partie nicht in den Griff. Hertha vom Rückstand unbeeindruckt. Schöner Ball auf Derry Scherhand. Der Ball verspringt etwas, der Winkel zu spitz. In den letzten 4 Spielen hat er 3-mal getroffen, heute blieb ihm ein Treffer verwehrt. 56. Minute, das ist Anton Kade, gewinnt das Duell gegen Sitan und sieht Geiret geblockt und dann Abu Alfa. Er sollte später nochmal in den Mittelpunkt rücken. Kurz danach verliert Simo Röcker hier den Ball und plötzlich stehen 2 Babelsberger frei vor dem Tor. Einer davon, das ist Daniel Frahn. Wer sonst? 2:0. Über ein Drittel der Tore gehen auf sein Konto. In der Winterpause hat er seinen Vertrag für weitere 2 Jahre verlängert. Der SVB kann sich glücklich schätzen, einen solchen Topscorer in seinen Reihen zu haben. 0:3 besitzt die Effizienz, die Hertha fehlt. Eckball Čović. Gurschke mit dem Schussversuch und Julian Albrecht. Sein Ball aber doch deutlich vorbei am Kasten von Jannik Theissen. Die Hausherren jetzt mit Rückenwind. Sie wurden sicherer in ihren Aktionen und sie waren auch bissiger. Rausch bedient hier den eingewechselten Robin Müller und der macht das gut. Aber es fehlt die Präzision. Jörg Buder, ein ständiger Aktivposten an der Seitenlinie, sah nun mehr Offensivaktionen seiner Mannschaft. Nikolai Jürgens, ebenfalls eingewechselt, versucht es von der Strafraumgrenze. Die 77. Minute, Abu Alfa im Zweikampf mit Robin Müller, der wird von hinten niedergestreckt. Große Aufregung bei den Babelsbergern. Und Schiedsrichter Gaunitz entscheidet auf glattrot für brutales Einsteigen. Abu Alfa grätscht von hinten, hat keine Chance mehr an den Ball zu kommen, aber vielleicht hätte auch eine gelbe Karte in dieser Situation ausgereicht. Was geht noch für die Hertha-Bubis? Die verbleibenden 13 Minuten in Unterzahl, Gurschke rein in den Strafraum und dann ist da Anton Kade. Das Babelsberger Tor wie vernagelt. Die letzte Spielminute. Die Hausherren jetzt mit dem größeren Willen. Robin Müller auf Jürgens. Der wieder zurück zu Müller. Und Gurschke rettet auf der Linie. Robin Müller hatte einige gute Szenen, aber keine guten Abschlüsse. Und während er sich über die vergebene Chance ärgert, jubeln seine Kollegen. Nein, es ist noch nicht der Schlusspfiff. Es ist das 3:0. Was ist passiert? Daniel Frahn hält bei Palmowskis Abwurf hier den Fuß dazwischen
Der Abpraller landet bei Tino Schmidt und der hat keine Mühe, den Ball im leeren Tor zu versenken. Hertha verliert mit 0:3 aufgrund von individuellen Fehlern, aber auch, weil es vorne an Effektivität mangelt. Zur Beruhigung, das wird es nicht letzte Mal sein, dass wir solche Spiele verlieren, aber das ist halt der Effekt, wenn du eine U23 oder im Schnitt 20, noch was Alter hast auf dem Platz, dass es dazu führt, dass du diese Effektivität nicht bekommst und die kannst du ja nicht einfach von heute auf morgen kriegen, sondern durch Erfahrung erlernen. Aber wir gehen gerne den Weg. Oh ja, ich glaube, wenn man 3:0 gewinnt, ist es schon verdient, ja. Ich glaube, Hertha war der schwierige Gegner, der erwartet schwierige Gegner. Ich glaube, wir waren heute relativ effektiv, zumindest in der ersten Halbzeit. Und das vor allem, weil auf Topscorer Daniel Frahn stets Verlass ist. 2 weitere Jahre wird er hier für Tore sorgen. Er gibt einen Ausblick, wohin die Reise noch gehen soll. Ich hoffe natürlich, dass jetzt so schnellstmöglich viele weitere meiner Mitspieler sich dazu entschließen, hier zu bleiben. Ich glaube, es wäre wichtig für uns alle, für das Trainerteam, für die Verantwortlichen, damit wir nächstes Jahr auch eine geile und gute Mannschaft haben. Und dann wollen wir schon in Zukunft Babelsberg 03 auch mal ein bisschen wieder in den Fokus bringen und schon ein bisschen weiter oben mitspielen, denke ich. Babelsberg klettert zumindest schon mal um 2 Plätze in der Tabelle und steht nun auf Rang 6.